Einmal im Jahr bebt in Niedersachsen die Erde. Der Grund? Die Informationslehrübung der Bundeswehr, kurz ILÜ. Es knallt, es kracht, es raucht. Über 2000 Soldaten sind dabei. Die ILÜ ist das Schaufenster des deutschen Heeres, das die Komplexität von Landoperationen heutzutage zeigt. An verschiedenen Stationen erhalten die Führungskräfte der Bundeswehr einen realistischen Einblick in die Fähigkeiten der Landstreitkräfte. Jede Station zeigt eine bestimmte Facette von Landoperationen. Die Station Gefechtsschießen, Operation verbundener Kräfte, ist die eindrucksvollste, denn hier wird scharf geschossen. Alles unter einen Hut zu bringen, ist die hohe Kunst. Wir haben neben den deutschen Kameraden aus vielen Verbänden österreichische Panzersoldaten, wir haben niederländische Panzergrenadiere und hier kommt es darauf an, alle zusammen zur Wirkung zu bringen. Und daneben ist es natürlich so, dass ganz verschiedene Fähigkeiten hier koordiniert zum Einsatz gebracht werden. Artillerie, Panzer, Panzergrenadiere, Infanterie, wir haben fliegende und fahrende Systeme, wir haben elektronischen Kampf, Aufklärung, Kampfhubschrauber. Alles das muss wie in einem Orchester konzertiert werden, um es dann geordnet, wirkungsvoll dann zum Einsatz zu bringen. Die nächste Station ist zwar leiser, aber nicht weniger wichtig. Die mobilen Logistiktruppen der Streitkräftebasis sind zum ersten Mal auf der ILÜ dabei. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Soldaten im Einsatz mit Nahrung, Wasser, Munition und Unterkünften versorgt werden. Gerade in Krisenregionen keine einfache Aufgabe. Innerhalb kürzester Zeit müssen sie ihre Leistungen punktgenau planen und synchronisieren. Es geht darum, die Truppe zeitgerecht und voll ausgestattet zum Ausgangspunkt ihrer Mission zu bringen. Im NATO-Jargon RSOM, Reception, Staging, Onward Movement. Die erste Herausforderung ist, dass dieser RSOM-Prozess konzeptionell in der NATO zwar sehr generisch hinterlegt ist, auch grundlegend für jeden Einsatz, aber in der Praxis noch nirgendwo in der Regelungslandschaft der Bundeswehr hinterlegt ist. Wir also hier nicht nur eine Lehrvorführung machen, sondern tatsächlich auch eine Art Ausbildungsübung für uns selber, aber eben auch für alle die, die zuschauen, um quasi die richtigen Bilder zu vermitteln, wer welche Aufgabe hat. Auf Koordination kommt es auch bei den Sanitätern an. Für sie ist es alles andere als alltäglich, mit Hubschraubern und Flugzeugen zu arbeiten. Bei der ILÜ haben sie die Möglichkeit, alle Arbeitsabläufe mit den Piloten und dem Personal der fliegenden Einheiten zu vertiefen, damit im Einsatz alles reibungslos funktioniert. Insgesamt beüben wir hier die Rettungsstation, das heißt, wir stellen da die Behandlungsebene 1 der Rettungskette im Verbund mit dem verstärkten Kampftruppenbataillon und wir versorgen dieses auch medizinisch. Wir haben hier im Schwerpunkt Verwundetenaufkommen einer Kompanie und diese Verwundeten werden hier in die Rettungsstation verbracht und diese werden dort versorgt durch das Personal. Doch es kommen zu viele Patienten an. Der leitende Arzt entscheidet, dass einige Patienten zur Entlastung der Station verlegt werden. Den sogenannten Medivac übernimmt ein Hubschrauber des Typs NH90. Bei der Station Landstreitkräfte im Einsatz zeigen Mensch und Material, was in ihnen steckt. Findet jährlich statt, doch bleibt sie niemals gleich. Inhaltlich passt sich die Bundeswehr und damit auch die ILÜ den Anforderungen der Zeit an. Die Lage, die der Informationslehrübung zugrunde liegt, wird immer an dem wahrscheinlichsten Einsatzszenario für die Bundeswehr ausgerichtet. War das bis vor wenigen Jahren noch ein Einsatzszenario, wie wir es in Afghanistan kennen, so zeigte auch die Informationslehrübung Elemente aus einer Stabilisierungsoperation wie in Nordafghanistan. Heute ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Mittelpunkt und in den Schwerpunkt der Streitkräfte gerückt. Dementsprechend ist auch die Lage hier bei der ILÜ angepasst worden.
Nach knapp 10 Tagen ist die Informationslehrübung 2018 beendet.